Hallo miteinander und willkommen zur 9. Ausgabe meines PC-Podcasts. Mein Name ist Lukas. In dieser Ausgabe möchte ich euch gerne das Programm Zatto vorstellen. Mit Zatto könnt ihr auf eurem PC fernsehen. Hier, da ist es. Ihr müsst es natürlich erstmal aus dem Internet herunterladen. Hier, von zatto.com/de. Das Problem ist nur, ihr müsst euch dafür anmelden, aber dazu später mehr. Ihr geht natürlich auf Download und auf Runterladen. Zatto gibt es für alle Oberflächen, das heißt auch für Mac und für Linux. Ihr müsst aber aufpassen, ihr bekommt bei euch in der Region nur die Sender, die für euch sozusagen erreichbar sind, die ihr auch über Fernsehen kriegen könnt. Das heißt, ihr kriegt jetzt kein britisches oder französisches Fernsehen. Wenn man das Programm runtergeladen hat, installiert man es wie gehabt und klickt doppelt auf das Icon. So, Checking for Updates, Login. Das habe ich bei mir bereits auf Auto gestellt. Ihr müsst euch aber, um bei Zatto richtig nutzen zu können, ein Account anlegen. Jetzt Login abgeschlossen, okay, wir sind soweit. Das Problem ist, dieses Programm finanziert sich komplett durch Werbung. Und die Werbung kann man dann in 9 von 10 Fällen auch nicht wegmachen. Leider. Und deshalb muss man damit ein bisschen klarkommen. Ja, ich will jetzt hier keine Werbung machen, bla bla. So, man kann natürlich einmal kurz zur Oberfläche, wir sehen, hier ist Werbung, das ist auch einer der Gründe, wo Osborn kostenlos ist. Dann hier die Kanalliste. Man kann auch in High Quality kaufen, allerdings, wie gesagt, kaufen, das kostet dann Geld. Mal kurz zum Menü, hier oben kann man sich als anderer Benutzer anmelden, Standardeinstellungen wiederholen, erstellen, bla. Kanalbrowser ist klar, den brauchen wir. Programmführer, das heißt, der zeigt euch dann an, wann was läuft. Den könnt ihr entweder hier oben drüber aufrufen oder hier unten auf einen Klick auf das Symbol. Was haben wir noch? Ja, doppelte Größe, halbe Größe, Vollbild. Also das bezieht sich dann auf den Editor oder auf das Videoteil. Audio, Stereo wollen wir natürlich haben oder Hilfe. Brauchen wir halt dank diesem Podcast ja erstmal nicht. Dann können wir uns hier erstmal schon mal schön die Größe anpassen, wie wir sie gerne haben wollen. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, bei mir steht D-Max, wo haben wir denn da, entweder in High Quality oder aber hier in kostenlos. Nein, ich wollte nicht, das würde scheiße. Auf jeden Fall seht ihr jetzt, dass vor dem Aufruf des Kanals erstmal noch ein bisschen Werbung geschaltet wird. Das kommt dann aber zum Glück auch nur einmal und nicht hinterher nochmal, so jetzt aber richtig D-Max. Ja. Was haben wir? 21:07 Uhr. Wenn wir Glück haben, kriegen wir noch was vom Checker mit, ansonsten haben wir Pech gehabt. Hier ist die Werbung. Ich kann den Ton auch wieder anmachen. Ach ja, ich hätte mir hier ausgestellt. Wow. Und das Problem ist hier noch ein bisschen doof, man kriegt die Werbung nicht wieder weg. Komm schon. Blödes Teil. Na, egal. Ah, jetzt geht's doch. Bla, bla, bla. Ja, das hätten sie sich auch sparen können, aber jetzt ist man dann... Ah, das heißt, auf dem Sender ist zurzeit Werbung. Die schneiden die nämlich nicht raus, sondern senden alles gnadenlos mit, was kommt. Komm auch mal leiser hier, sonst versteht man mich nicht. Ja, das Problem ist, wenn ich ein Bild aufnehme, dann macht er ein bisschen Schwierigkeiten, was die Aufnahme, was die Rechenleistung von anderen Programmen angeht. Nee, in Ordnung. Aber ihr könnt euch jetzt ja ungefähr vorstellen, wie es funktioniert. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, mach schlicht. Endlich bin ich diesen Scheiß wieder los. Nein, Scheiß ist es nicht. Ist sondern sehr zu empfehlen, weil man einfach die dritten Sender kriegt man alle. Die regionalbezogenen Sender kriegt man alle. Und D-Max, ich glaube Comedy Central ist noch dabei. Früher war noch sowas wie Nick, aber das haben sie jetzt mittlerweile rausgestrichen, weil sie Probleme mit den Rechten gekriegt haben. Aber ansonsten ist das eigentlich eine ganz nette Sache. Dieses Zatto einfach sich am PC mal hinsetzen, mit Freunden chatten und nebenher Nachrichten gucken oder sowas zum Beispiel. Kann man damit super machen. Also wenn ihr mal nichts zu tun haben solltet, Langeweile haben solltet und ihr wollt Fernsehen gucken, habt aber keinen, dann nicht dumm gelaufen, sondern ladet euch einfach mal Zatto runter. Probiert's mal aus. Und ist absolut kostenfrei. Das noch dazu gesagt. Aber ich präsentiere ja fast nur kostenlose Sachen, dann würde ich es auch sagen, wenn es dann nicht kostenlos wäre. So, genug der guten Worte. Adios, amigos. Bis dann. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.
Thank you.